hier Strom. Das wird zwar nie im Leben reichen. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen mehr machen. Gut. Chaos erlegen könnte man zwar ja auch mal offscreen machen, aber nope, heute kommt alles ungeschnitten. Die ungeschnittene Wahrheit. Die blank nackte Wahrheit. Ich bin ja auch bald so langsam fertig mit den Desalination Plants. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Licht. Ja, das wäre nicht schlecht. Wir haben ja bestimmt irgendwo noch Fackeln rumfliegen, oder? Ich habe 45 dabei. Ja, ich habe halt dran gedacht. Nee, wird es dann täuscht nicht. Müssen aber irgendwo anders packen haben. Jetzt sag mir nicht, wir haben keine Fackel mehr rumfliegen, dann kaufe ich euch dann nicht ab. Wir haben in irgendeiner Kiste 3 Stacks oder 4. Ja, deswegen, das weiß ich nämlich auch noch, dass ich das habe ich irgendwo mal rumfliegen gesehen. Boah, ich werde schon wieder angestupst. Wo denn? Ich bin noch auf einem anderen TS. Geh doch da mal runter. Bin ich dann gerade zu faul. Dann kann man dir auch nicht weiterhelfen. Oh, so viel fehlt auch gar nicht mehr. Jetzt mal eine Ladung noch. Also Leute, entschuldigt, wenn ich jetzt gerade die ganze Zeit angestupst werde. Bedanke ich dafür bei meinem Kumpel Superboo. Ich werde es mal gleich mal ausrichten, weil der will heute unbedingt rausgehen, weil ja so geiles Wetter ist. Bloß, da ich seit längerem keine Folge mehr hochgeladen habe, würde ich das heute auch mal wieder machen. Ja, ich frage dich die ganze Zeit, wann du Zeit hast, oder? Ja. Weil eigentlich war es schon eben fest, als wir dann eben draufgekommen sind und beschlossen haben zu aufzunehmen, habe ich gesagt, ja komm, jetzt habe ich auch keinen richtigen Bock rauszugehen. Weil wir haben jetzt auch langes Wochenende. So, der Mutagen-Producer ist am Aufladen. So, dann können wir auch schon ein bisschen Mutagen schon mal herstellen. Ich nehme einfach mal so ein Stack-Uran raus. Dann schauen wir mal, wie viel der daraus kriegt. Man sieht, er arbeitet jetzt ein bisschen langsam, aber es geht. Man kann halt nicht meckern. Aber wollen wir dann vielleicht die Aufnahme noch 10 Minuten machen? Ja, klar, also ich habe genug Zeit, ne? Okay, sagen wir 20 Minuten. Ja, okay. So, damit ist jetzt durchgestellt. Und wir haben hier ein bisschen Mutagen. So. Ich habe genau das gebraucht, was ich mir ausgerechnet habe. Oh, da ist ja was Mathe drauf. Das erste Mal, wo ich genau das so gebraucht habe, was ich so gebraucht. Ne, ich lasse es lieber. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung, weil ich guck, bin hier gerade bei der Oberfläche und ich habe schon noch, ich habe 9 FPS. Wenn ich hier unten bin, sind es 20. Müssen wir mal beobachten. Hast du den Miner schon aufgestellt oder
Nee. Aber du hast ja im Inventar, ne? Ja. Wir könnten noch eine Zeit Ender Chest gebrauchen, oder? Ah ja, du hast ja auch noch den Tesseract gebraucht, habe ich ja voll vercheckt. Ich bring dir. Mach gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Sterben? Nein. Solarpanels versuchen anzubringen. Ah, immer noch der gleiche Bug. Weiß, was da immer ist, ne? Ja. Glück kann ich den Bug beheben. Okay. Warte, gib mir mal. Christian, gib mir mal. Warte. Du musst die anderen Solarzellen so oft drehen, wie du nur kannst, und dann funktioniert es irgendwann. Okay, warte, hier. Jo, klappt dann auch bei mir gerade nicht. Und liegt dann noch an der. Nope. Müssen wir halt demnächst wieder mal Baker oder so bitten. Oder du machst halt noch. Auf jeden Fall, da ist der Solargenerator und da unten liegt das. Ne, da. Okay. Vielen Dank. Werde bitte. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Was? Hier drüben sind Rubber Trees. Warum haben wir die nicht mitgenommen? Weiß ich nicht. Ah. Machen wir mal anders. Nehmt's halt mit. Ah, jetzt nicht in der Aufnahme. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie das mit dem Mutagen aussieht. Aber ich würde am liebsten teilweise noch mal ein bisschen schneller laufen, weil ich finde, das ist schon noch ein bisschen arg langsam. Jo, der interne Tank ist voll. 10.000 Millibuckets. Wir schauen dann mal, dass wir noch den Mutatron, war das meine ich? Ja, den noch kriegen. Darin können wir dann nämlich mal die ersten Bienen versorgen. Jo. Wir stellen dann gleich noch den Miner was auf, ne? Okay. Also einen habe ich fertig bekommen, eine Selenation Plant. Ah, sehr schön. Ich schau dir mal. Die anderen wollen nicht. Ich schau mal gerade, was die einen Bienen, die ich hier nochmal so ein bisschen stehen habe, machen. Ja, man sieht, das ist immer noch, nachdem ich es damit so ein bisschen ausgetrickst habe, immer noch die gleiche. Ich habe da nichts mehr verändert. Ja, mir fehlt aber teilweise wirklich die Motivation, bin ich ehrlich. Ja, Christian, wie viel? Hast du nochmal Lust herzukommen? Sofort. Ich will es. Bring auf jeden Fall nochmal gleich den Squeezer und den Carpenter nach hier hoch. Den Squeezer und die Zentrifuge nach oben. Dann komme ich mal kurz zu dir zurück. Ja. Was ist? Die eine hier drüben, die hat nur einen Faktor von 1,5. Also die hinter dir. Also. Und die ist auch noch nicht vollständig. Ja, ich mache jetzt die ganze Zeit Rechtsklick und du so kannst mal die Solarpanels drehen. Drehen wir das andere. Das nächste? Nee, noch nicht. Ja. Dreht. Oh Mann. Okay. Muss ich nochmal irgendwie anders versuchen. Ich
würde ja normalerweise sagen, kann es sein, dass sie nah sind, aber da die ja hier schon zusammenstehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen kackjes. Ah, wollen wir dann doch schon ein bisschen früher Schluss machen? Warte mal kurz. Also ihr habt es gesehen, ja, dass man das nicht platzieren kann. Deswegen werde ich mal kurz. Selbst da kann man es nicht platzieren. Ja, ich glaube aber auch da nur wegen dem Platz. Platz ist genug da. Ja, wir schauen jetzt halt nochmal offscreen. Wir stellen gleich mal kurz den Miner auf. Können wir dann schon hier in der Wüste machen, ne? Jetzt. Steht's? So, eine Selenation Plant läuft. Gut. Du kannst ja gleich mal die Bienen anschauen. Welche du da gerne hättest. Weil über die Genestry-Maschinen geht das halt ziemlich schnell, bin ich ehrlich. Sagt doch schon ein Name, ne? Ja. Ich schätze mal, Butz hat dazu schon eine kleine Einleitung gemacht. Ah, die hat aber jetzt hier einen Multiplikator von 2,0. Ja, aber die da drüben nicht. Ja, warte. Jetzt noch A1,0. Also, das hängt damit zusammen, dass er noch nicht vollständig ist. Ja, Okay. ja. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir dann die Folge jetzt hier beenden? Ja, okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal beim Bäckerman und beim Butze vorbei oder beim Streetigger oder beim Trivolo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Bis dahin, tschüdelü!